Du planst wieder einen neuen Kurs, oder? Die Gezeiten bleiben für uns niemals gleich. Wir müssen mutig und bestimmt weiter, um unsere Reise zu vollenden. Und wie erkennen wir, dass wir da sind? Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Marcel Gabby und ich präsentiere euch Civ 6. Ja, Civ 6 präsentiere ich euch. Das wohl umstrittenste Spiel in der Spielebranche. Wir spielen mit Australien. Wer nach Australien wollte oder will, kann sich jetzt hier mein Let's Play dazu angucken, wie wir mit Australien die Welt erobern. Wir spielen auf König. Wir machen ein episches Spieltempo, weil ich Lust habe, mal ein bisschen aufzubauen, gechillte Runden zu starten. Und den Kartentyp Kontinent und die Kartengröße riesig. Und wir fangen an, das Spiel zu starten. Hier sind die Bonusse von meiner Nation oder meiner Zivilisation. Und ja, wir starten einfach mal. Von den ersten Anzeichen des Lebens im Wasser bis zu den gewaltigen Bestien der Steinzeit. Der Mensch ist seine ersten aufrechten Schritte gegangen und ihr seid weit gekommen. Nun beginnt eure größte Aufgabe, von der Wiege der Menschheit zu den Sternen. Premierminister Curtin, ihr werdet Australien durch jede Herausforderung führen und euer Volk wird jedes Mal stärker daraus hervorgehen. Andere werden aufgrund eurer Stärke um eure Freundschaft buhlen. Wenn diese Freunde loyal sind, wird eure Macht und euer Schutz uns alle weit bringen. Doch bleibt wachsam, denn Aggression entspricht nicht eurer wahren Natur. So, Spiel beginnen. Sehr gut. Kann man schon eine Stadt hier an der Küste gründen? Perfekt. So, gut. Sieht schon mal sehr gut aus hier. Baumwolle. Und ein bisschen bergig, aber das macht uns nichts. So, dann wählen wir mal eine Produktion aus. Wir werden mal den Speer machen. Und die Forschung gehen wir auf... Sollen wir direkt auf Segeln gehen? Oder? Was ist mit dem Bergbau?
und gehen in die nächste Runde. So, Runde zu Ende. Weiter und so schwer. Kann ich die wunderschönen Flecken dieser Erde so betrachten, als wären sie das Schönste, was ich je gesehen habe. Der Crater Lake übertrifft sie alle. Schön, haben wir unser erstes Naturwunder entdeckt. Das freut mich. Das ist schon mal schön. Das ist schon mal gut. Das ist, finde ich, in Ordnung, dass wir... Oh, da ist schon... Oh, nee. Sind schon die Barbaren hier auf dem Weg. So, hier lang laufen. Ziemlich viel Baumwolle in der Nähe. Aber wir machen zuerst unseren Speer. Wie sollen wir mal die Produktion ändern? Also wir können ja hier... Gehen wir zurück zur Stadt. Und Stadtdetails? Nee. Bürger, genau. Bürger verwalten. Machen wir den Steinhaufen hier. Ne, hier Produktion. Perfekt. Oder sollen wir erstmal eins auf Nahrung gehen? Und zwei Runden. So. Gehen wir auf Nahrung. Haben wir in zwei Runden neue. Gehen wir auf Produktion, ist ja in sieben Runden fertig. Machen wir erstmal auf Nahrung. So, nächste Runde starten. Machen wir erstmal bis auf zwei, dann können wir nämlich einen auf Nahrung gehen. Und einen auf... Berge sind schon mal in der Nähe hier. Schweinchen. So, dann können wir jetzt auf Produktion gehen. Man braucht halt nämlich nur vier Runden und dann können wir schneller gucken. So, wir laufen mal hier lang. Bananenchen sind hier. Alles klar. Dann können wir mit dem nämlich hier da hinten lang gehen. Nach rechts gehen wir dann. So, eine Runde noch. Und wir können jetzt nach rechts gehen. Aufklärungseinheiten wie Speer sind in der Hinsicht einzigartig, dass sie Erfahrung sammeln können, indem sie erkunden und Teile der Welt entdecken. Ja, das ist schön. Deswegen laufen wir jetzt auch mit denen erstmal hier lang. Aber bitte an der Küste, weil wir müssen, was Küste ist, müssen wir gucken. So, dann machen wir mal... Kultur plus 2. Machen wir erstmal dies. Das Monument bauen, damit wir gut vorankommen. So. Dann geh erstmal hier nach oben auf den Berg. Dann geh runter vom Berg. Und hier ist... Der Rest ist nichts in der Nähe. Nix in der Nähe hier. Oh, da sind schon mal Barbaren. Ganz nah bei uns. Deswegen müssen wir mal schnell Steinschleudern bauen später. Gleich, wer nachdem. Wer bringt mehr Opfer als die Frau eines Bergarbeiters? Ja. Viele Opfer. So, dann gehen wir mal auf Technologie bauen. Dann machen wir direkt mal hier. Astrologie. Wir gehen den mal schön aus dem Weg. Ach, da ist ja eh nichts mehr. Haben eine kleine Insel hier gefunden. Anscheinend schon, ne? Was ist nicht mit euch? Warum lauft ihr eigentlich nicht weiter? Das frage ich mich. So, gehen wir jetzt mal hier. Oh, noch eine Aufklärung. Alles klar. Dann können wir nämlich unsere... Die hier nach Hause schicken. Die können wir schon mal nach Hause schicken. Dann stehen nicht so doof da oben rum. Dann können wir lieber mit den zwei Speeren fortfahren. Der eine läuft dann da oben lang. Huch, was passiert? Hier oben lang laufen. So, das ist schon mal gut, dass wir jetzt zwei Speer haben. Aber wir sind sehr... Das ist schon mal ein kleiner Ort hier. Das freut mich schon mal. Können wir vielleicht dann, wo die hier sind, eine Stadt noch gründen. So, machen wir eine Runde weiter. Und wir gehen mit denen voran. Und auch mit denen. Die gehen dann hier oben halt hin. Nee, du sollst da lang gehen. Das machen wir selber. Man kann auch theoretisch automatisch erkunden. Habe ich nur wenig Lust zu, weil ich das lieber selbst machen möchte. Weil mir das sehr viel Spaß macht, mal alles zu erkunden.
Was habe ich gesagt? Die gehen nach oben und die gehen hier nach unten schauen. Da ist ein bisschen Wüste. Hügelwüste zum Glück und nicht eine normale Wüste. So, dann können wir automatisch weitergehen. Und da sind noch mehr Bauern. Ja, klasse. Aha, wir haben einen neuen Stamm entdeckt. Au, oh, wer ist er denn? Bist du doch auf... Ah. Bom dia. É uma honra conhecê-lo pessoalmente. Parece que mentes brilhantes se atraem. Der Peter haben wir entdeckt. Es ist eine Ehre, euch kennenzulernen. Informationen über eure Hauptstadt austauschen, eine große Idee. So. Gehen wir jetzt immer schnell dahin. Hier schicken wir uns Verstärkung hin, damit wir dann nochmal das Dorf dann zusammen alle kaputt machen können. So. Komm nur. Ah, so. Eine neue Politik für unsere Regierung einzuführen, kann ein großer Vorteil sein. Unser Volk wartet auf euren Erlass. Okay. Aber nicht durch Wahrheit, sondern durch Weisungsbefugnis wird etwas zum Gesetz. Gut, Politik ändern. Dann machen wir mal Glauben, damit wir den Glauben schon mal stärken können und ein bisschen Erfahrung für unsere Aufklärungseinheiten. Ja. Und damit wir mit denen ein bisschen... Wir halten noch ein... Alles klar. So, wir gehen auf den Handel. Die bringen wir nach Hause. Und mit denen warten wir, bis wir auf Reise... Ach, nee, warte. Was machen wir mit denen? Einfach mal da hinschicken. Jetzt haben wir ganz schön viele, oder? Na, nee, wir geben eins zurück. Wir brauchen ja nicht so viele. So. Kriegen wir denn dafür Gold, wenn wir die... wegmachen. Das würde mich jetzt interessieren. So, was kriegen wir denn für euch, wenn man euch... Oh, wie kriegt man jetzt was? Oh, fuck, wir kriegen ja gar nichts. Schade, hätten wir doch behalten können. Ich dachte, man kriegt ein bisschen was. Aber anscheinend ja doch nicht. Das ist mal ganz schön ein kleiner Ort hier. So eine kleine Insel habe ich hier. Wenn ich nur den Peter hier drauf habe, schmeiße ich den Peter von meiner Insel runter. So einfach ist das. Der Peter ist aber bestimmt hinter den Bergen. Ah, der Peter ist hier. Der Peter wird von meiner Insel runtergeschmissen. Wir haben vor kurzem fortgeschrittenes Wissen im Bereich der Stadtplanung gewonnen. Der Bau von Bezirken in unseren Städten kann viel effektiver und lukrativer sein als einfache Modernisierungen wie Bauernhöfe und Minen. Okay. Ein Arzt ohne Kenntnisse der Astrologie hat nicht das Recht, sich Arzt zu nennen. Gut, dann hat er halt nicht das Recht. So, wir bauen so schnell wie möglich Stone Age. Warte, hier. Ah, können wir noch gar nicht. Kein passender Ort gefunden. Wo muss denn der drauf gebaut werden? Muss ein Stein angrenzen. Ah, Mist. Wir haben keine Steine hier in der Nähe. Gut, dann doch kein Stone Age bauen. Dann werden wir eine heilige Stätte aber bauen, oder? Eine heilige Stätte bauen, dann erstmal einen Handwerker bauen. Handwerker, dann können wir schon mal zweimal Produktion starten. So, dann gehen wir jetzt mal auf die... auf Segeln. Wir lassen uns ja, habe ich ja gesagt, wir wollen nicht so schnell einfach nach, strikt nach oben gehen. Wir wollen uns langsam angehen lassen. Und ja. Gefällt mir schon mal supi. So, dann haben wir schon mal zum Schutz Bereitschaft. So, wir forschen hier weiter. Oh, da haben wir noch einen auf unserer Insel, den müssen wir auch dann runterschmeißen. Warum seht ihr das eigentlich in der Aufnahme? Das verstehe ich nicht.
Ihr seht das hier gar nicht in der Aufnahme. Ah, doch jetzt. Ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen. Aber irgendwie... Informationen über unsere Hauptstadt. Wo sind die? Da hinten. Okay. Ja, das ist ein bisschen rum, glaube ich. Oh. Vergesst es. Wir wollen keinen Krieg erklären. Wer ist denn hier? Achso, ich wollte den angreifen. Das will ich natürlich nicht. Ich will ja jetzt noch keinen Krieg erklären. So. Gehen wir jetzt erstmal hier hin. Da sind schon mal Pferdchen. Oh, das war es auch schon mit der Seite. Hm. Das ist ja gar nichts dann in der Nähe. Ja gut, dann geh wieder zurück und geh mal dahin. Dann gehen wir mit hier weiter. In dieser See und inmitten dieser Einsamkeit erhebt sich eine große, düstere Straße. Eine Straße nicht für menschliche Fußabdrücke. Niemand hat sie je passiert. Kein Schiff wagt sich je hinein. Okay. Elysiort. Gut. Vielleicht dann gehen wir doch nicht da rein, wenn da sich kein Schiff reinwagt. Dann wagen wir uns aber da zuerst rein. Oder Leute, wir wagen uns einfach zuerst rein. So. Gehen wir jetzt mal ansehen, die Runde. So, dann haben wir den Kongo hier oben. Ah, hier unten ist ja ganz schön viel Weizen. Und so, nächste Runde. Ja, da müssen wir gucken. Müssen wir schnell hier in... Ah, nein, ja, weiß ich nicht. Hier schön Weizen. So, und wir haben hier Schafe in der Nähe. Und Reis und Pferde. Und da haben wir schon mal wieder welche, die uns wahrscheinlich angreifen werden. Aber das lassen wir nicht zu. Deswegen gehen wir auch wieder da schnell weg. Bevor die uns angreifen. Da ist passiert gerade gar nichts. Unser Benachbarter da ist ein Dörfchen. Hat uns um etwas gebeten. Wenn wir sie beeindrucken können, denke ich, dass sie uns reich belohnen werden. Okay, machen wir gleich. Erstmal Beförderung. So, was machen wir? So, hier, wir gehen auf Ranger, Wache und Fernglas. So, wartet mal eben. So, was will der Stadtstaat denn von uns? Ihr habt ein Rest, okay, von Karthago getroffen. Was möchte er? Er bildet eine Galeere aus. Können wir noch gar nicht. Können wir auch mal in drei Runden, genau wenn unser Handwerker fertig ist. Dann können wir schon mal Reis hier anbauen. Ah ne, Zucker ist das. Toll, jetzt ist da jemand drauf. Jede Nation lebt vom Tausch. Klickt ändern. Oh, wollten wir doch noch hören. Ach, schade. Da war ich zu voreilig. Ich will jetzt nicht mehr unsere Politik ändern. Doch, können wir noch. So. Handelswege. Position für Marine, eine der Klassik. Das ist schon mal gut. Oder Kampfstärke gegen Barbaren. Na, machen wir Produktion weniger für Antike und Klassische. Jetzt müssen die da nur runterkommen. Aber wir brauchen... Ich wollte doch gucken, was da drauf ist. Gut, dann warten wir erstmal hier. So, nächste Runde ist Segeln und der Handwerker fertig. Große Schiffe fahren weit. Das kleine Boot an der Küste bleibt. Benjamin Franklin. So, dann werden wir jetzt erstmal den Bergbau da oben machen. Und da müssen wir leider warten. So, die Forschung. Gehen wir mal gucken. So, Sieg im Kampf mit Schleudereinheit. Triff eine andere Zivilisation. So, die machen wir mal. Ein bisschen noch mehr auf Forschung gehen. So, dann können wir eine Galeere machen. Und mit denen können wir schon mal hier an der Ecke gehen. Die brauchen ja noch ein bisschen, aber die sind auch schon auf dem Weg. Jetzt müssen die mal langsam runtergehen, damit wir das bekommen. Komm, machen wir die Runde hier schnell zu Ende.
Och man, jetzt sind die da. Ne, so. Und dann. Halt, das sind doch Steine. Warum auch immer man dann das nicht bauen kann. Stone Age. Muss an Steine angrenzen. Da sind doch Steine. Gut, weiter. Nächste Runde. Nächste Runde. So, wie viel haben wir denn schon? 15 und wie viel brauchen wir, um eine Religion zu gründen? Ah, 37. Okay, da sind wir ja nah dran. So, dann bauen wir hier unten mal einen Bauernhof hin. Weil uns das empfohlen wird. Und hier laufen wir mal wieder zurück. Gut, die wollen da nicht runter, glaube ich. So, hier können wir uns ein bisschen umschauen. Und die haben schon mal Schafe. Wir nicht, wir haben Steine. So. Was geht's dir? Ja, die habt ihr noch mehr Steine. Die haben wohl einen besseren Ort als wir gefunden. Wir haben ein bisschen Reis, aber wir haben Kupfer. Aber es ist eine Bonusressource. Die Steine auch. Aber wir könnten vielleicht zu den Pferden hingehen. So, jetzt müssen wir mal irgendwas gucken. Ne, ich will hier drauf und dann auf Geländefelder. Runde bis zur Ausdehnung 2, dann kriegen wir da schon mal. So, hier haben wir mitten im Berg drin. Und hier haben wir Kupfer. Und hier haben wir Schweinchen. Die Schweinchen bringen ganz schön viel Geld. Wir warten mal eine Runde mit dem noch. 2. Und wir gehen jetzt einmal hier lang. So, eine Galeere haben wir ja gleich. Dann haben wir die Quest schon mal dafür fertig. So. Nächste Runde.